Herzlich willkommen bei Nachgefragt, dem aktuellen Talk auf OK54. Wenn Sie kürzlich bei der ARD-Sonntagsfrage aufgepasst haben, werden Sie mitbekommen haben, dass 8% der Befragten am nächsten Sonntag eine Partei namens die Piraten wählen würden, wenn dann Bundestagswahlen wären. Was ist das für eine Partei? Und wie ist diese in der Region Trier verankert? Hierzu haben wir eingeladen Herrn Christian Hautmann, Vorsitzender des Kreisverbandes Trier der Piratenpartei. Guten Tag, Herr Hautmann. Hallo. Herr Hautmann, früher dachten wahrscheinlich manche Leute, als wenn sie den Namen Piratenpartei gehört haben, das wäre jetzt ein politischer Arm der somalischen Freibeuter. Also ich hoffe, das hat niemand gedacht. Aber inzwischen sollte auch durch die mediale Aufmerksamkeit der letzten Wochen bekannt sein, dass es hierbei um keine Spaßpartei handelt. Woher rührt denn dieser Parteiname? Der Parteiname kommt ursprünglich aus Schweden. Er ist entstanden im Zuge einer Bewegung, die sich im Prinzip weltweit sozusagen erschlossen hat. Ursprünglich ging es halt darum, dass es in Schweden Pirate Bay gab. Dort konnten halt Menschen im Prinzip Dokumente austauschen. Und das sollte halt verboten werden, woraufhin sich die schwedische Piratenpartei konstituiert hat, um dagegen vorzugehen. Und letztendlich haben wir einfach nur den Namen übernommen, genauso wie alle anderen, die das getan haben, die sich im ursprünglichen Sinne für Netzpolitik interessiert haben. Und haben jetzt aber auch stark ausgeweitet, unser politisches Profil, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Also handelt es sich noch um eine relativ junge Partei. Wann wurde die Deutsche Piratenpartei gegründet? Das war im Jahre 2006. Und jetzt hört man, dass nicht nur inhaltlich sich die Piratenpartei stark von anderen Parteien unterscheidet, sondern auch in Sachen Aufbau, Struktur, Kommunikation. Was macht da den Unterschied zwischen der Piratenpartei und anderen Parteien von Struktur und Aufbau aus? Wir haben sehr lose Strukturen. Also wir haben uns der Basisdemokratie verschrieben und wir denken halt, dass jedes Mitglied auf jeder Ebene mitentscheiden können sollte. Andere Parteien haben schon seit längerem Delegiertensysteme und haben dadurch allerdings auch das Problem, dass sie irgendwann den Kontakt zur Basis verlieren müssen, zur eigenen Basis sowieso und zum Wähler noch viel mehr. Und das ist bei uns noch nicht so und ich hoffe, wir können das auch trotz des hohen Mitgliederansturms, den wir derzeit verzeichnen, weiterhin so halten und finden Mittel und Wege, das zu koordinieren. Basisdemokratie ist bei Ihnen ein großes Thema. Transparenz wird bei Ihnen ja auch immer sehr groß geschrieben. Jetzt habe ich mir mal die Homepage der Trierer Piraten angeguckt. Das ist ja eine wahre Informationsfundgrube. Also man findet nicht nur Programme und allgemeine Statements, sondern auch richtige interne Protokolle von Sitzungen, alle möglichen Informationen. Da habe ich mich gefragt, könnte es nicht sein, dass ein politischer Gegner das alles studiert, die ganzen Interner kennt und es dann zum Nachteil der Piraten ist, weil strategisch Kapital daraus geschlagen wird von einem politischen Gegner? Das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass ein politischer Befürworter das studiert und sagt, ihr habt das und das so und so gemacht. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das anders zu machen und dadurch diese und jene Sachen zu verbessern, die derzeit bei euch vielleicht suboptimal laufen? Also Transparenz ist natürlich immer ein zweigleisiges Schwert, aber es ist überhaupt erst die Möglichkeit für den Bürger, sich über uns irgendwie zu informieren und das auch zu bewerten und das auch für den Bürger möglich zu machen außerhalb der Presse. Also dass die selbst nachforschen können, okay, was ist bei den Piraten los und was wird jetzt berichtet, das divergiert ja schon. Wie sind Ihre Vorstellungen von Transparenz? Soll eine maximale Transparenz angestrebt werden oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, hier beginnt der Datenschutz, hier soll die Transparenz aufhören? Gibt es da feste Grenzen? Für mich ist die Transparenzgrenze dort gezogen, wo man im Prinzip ja, vom privaten Raum sprechen kann. Also wir wollen ja nicht den gläsernen Bürger, das ist ja nicht das, warum wir hier stehen, sondern wir wollen den transparenten Staat. Ja? Und der Bürger soll seine privaten Daten bestmöglich schützen können. Allerdings ist es halt so, dass Vorstandsarbeit etc. hat ja auch was mit Finanzen zu tun, mit Entscheidungen. Und das wollen wir schon so transparent wie möglich machen. Und bisher sind wir damit auch weitgehend gut gefahren. Schwenken wir jetzt mal auf die kommunalpolitische Ebene in Trier. Da haben Sie auch vorgeschlagen, dass Trier einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, also in Form von Stadtbussen, anbieten könnte. Wie sieht da Ihr Konzept aus?
Das habe ich persönlich vorgeschlagen beim Bürgerhaushalt Trier. Das ist so viel. Also dazu gibt es noch keine Beschlusslage bei den Piraten, weil ein Kommunalwahlprogramm haben wir noch nicht. Wir arbeiten aber hart dran. Das Ganze funktioniert im Prinzip nach dem Hasselter Modell. Das ist eine belgische Stadt, die letztendlich irgendwann den ÖPNV kostenfrei gemacht hat. Und sie haben gemerkt, okay, wir müssen jetzt uns nicht mehr um den Vertrieb von Fahrkarten kümmern. Wir müssen jetzt nicht mehr kontrollieren, ob diese auch benutzt werden oder nicht benutzt werden. Und haben dadurch halt im Prinzip schon sehr viele Einsparungen gemacht. Wenn man dann noch im Prinzip einige Sachen zur Gegenfinanzierung beachtet, wie zum Beispiel Parkgebühren erhöhen etc., dann ist das ein Modell, was plus minus null aufgehen kann. Es wurde auch in zwei anderen Städten im Prinzip nochmal das Gleiche versucht und man hat dort gefunden, dass das Ergebnis auch das Gleiche war. Sie sagen jetzt, in Hasselt hat es sehr gut funktioniert, ist mir auch bekannt, da kamen ja auch Berichte auf dem WDR darüber. Dann gibt es zwei andere Städte, in denen das funktioniert hat. In Aachen wurde es probiert, soll nicht funktioniert haben. Was macht Sie sicher, dass das Modell in Trier funktionieren würde? Sicher macht mich zunächst erstmal gar nichts, aber ich finde, es ist einfach ein System, das man durchaus ausprobieren kann. Gerade dadurch, dass wir auch vom Tourismus leben, ist es sicherlich auch für Touristen interessant, sich einfach nicht um den Fahrschein kümmern zu müssen und stattdessen vielleicht einfach die Bettensteuer geringfügig zu erhöhen. Das sind so alle Sachen, die damit reinspielen und die man letztendlich nochmal genauer prüfen müsste. Jetzt eine weitere Eingabe von Ihnen war, weil da die Überschrift war, Piraten entern den Bürgerhaushalt, dachte ich, das würde sich vielleicht auf viele Piraten übertragen. Also da konnte ich nicht ganz einordnen, ob es von Ihnen persönlich ist oder von mehreren Piraten. Eine weitere Eingabe war, man könnte lokale Trierer Produkte speziell kennzeichnen. Was war da Ihre Idee? Die Idee ist folgende. Es geht ja letztendlich darum, nachhaltige Politik zu betreiben und auch im Prinzip ein bisschen auf die Umwelt zu schauen. Und es ist so, dass ganz viel Umweltbelastung allein durch lange Transportwege zustande kommt. Also wenn ich jetzt mein Wasser aus Berlin hierher fahren lasse, es vorher dort abgefüllt wurde, dann ist ja allein für den Transport entstehen ziemlich viele CO2-Abgase. Und das kann man halt unterbinden, indem man vielleicht einfach ein lokales Label macht für Produkte, die hier letztendlich hergestellt wurden. Und es den Leuten anbietet, das zum Selbstkostenpreis zu verwenden und auch im Prinzip Supermärkte und Läden unterstützt, die letztendlich diese Produkte nochmal gesondert ausweisen und denen vielleicht eine spezielle Verkaufsfläche geben oder dergleichen. Das war die grundlegende Idee dahinter. Dann könnte man eigentlich auch noch zwei Labels machen, also einmal ein lokales Label und ein lokales Öko-Label, wo dann im Prinzip zwei Sachen nochmal zugleich bearbeitet werden. Also einmal geht es dann um die Transportwege und das andere Mal geht es auch noch darum, wie wurde es überhaupt produziert. Jetzt gibt es ja in Europa die Idee, dass Märkte möglichst offen sein sollten, möglichst wenig abgeschottet oder geschützt. So ein lokales Label, wäre das nicht eine einseitige Verzerrung von diesen offenen Märkten, die manche fordern? Es ist keine einseitige Verzerrung, weil es ist ja einfach nur mehr Information für den Bürger und Verbraucher. Es ist nicht so, dass wir sozusagen externe Produkte unterbinden oder verbieten wollen, sondern ist die Überlegung, die dahinter steckt, ist, durch mehr Information einfach auch Verbraucherverhalten irgendwie zu regulieren. Und letztendlich würde das jeder machen, würden überall Leute mehr lokale Produkte kaufen und dann wäre dieses Problem schlicht und ergreifend nicht gegeben. Also praktisch auch mehr Transparenz im Einzelhandel. Ja. Jetzt haben die Piraten auch eine Pressemitteilung herausgegeben zu dem aktuellen Streit um die Schließung der Aral-Tankstelle. Wie ist da Ihre Position? Was die Schließung der Aral-Tankstelle betrifft, da gibt es natürlich jetzt mehrere Sachen, die man bemängeln kann. Zum einen ist der Bürger nicht dazu in der Lage, überhaupt nachzuvollziehen, was hat die Stadt Trier jetzt für einen wirtschaftlichen Nutzen davon, weil die Pachtverträge werden nicht veröffentlicht. Dies wäre möglich, wird aber nicht getan. Da ist jetzt natürlich das erste Problem, die Bürger können nicht wissen, ist es sinnvoll, die da weiter zu betreiben oder ist es nicht sinnvoll. Die zweite Sache, die da eine Rolle spielt, ist, dass einfach der Dialog zum Bürger total verpasst wurde. Es ist die zweite Sache innerhalb eines Jahres, die total am Bürger vorbei entschieden werden sollte. Das letzte Beispiel war das Grillverbot im Palastgarten. Da gab es bei beiden Sachen einen riesen Aufschrei,
weil ganz einfach die Volksvertreter schlicht und ergreifend überhaupt keinen Kontakt mehr hatten zu den Leuten, die sie eigentlich vertreten sollen. Da muss man halt Mittel und Wege finden, diesen Dialog anzukurbeln. Wenn es jetzt um die Sache an sich geht, gibt es verschiedene Fragestellungen, die man sich da jetzt einfach mal aufdröseln muss. Es geht nicht um Tanke ja oder nein, sondern es geht erstens, bauen wir da einen Radweg hin, ja oder nein? Da kann man sagen, so wie er derzeit geplant ist, ist er nicht wirklich sinnvoll, weil es im Prinzip dann eine Streckenführung von 500 Metern ist, die letztendlich wieder an einer Kreuzung endet. Das heißt, man kann nicht fließend irgendwo langfahren, es wird nicht maßgeblich etwas dadurch verbessert. Zweite Frage ist dann, wollen wir da eine Tankstelle, ja oder nein? Ist auch wieder eine ganz andere Frage. Dritte Frage ist, wollen wir einen Spätkauf? Und die vierte Frage ist, wollen wir einen Grüngürtel um die Stadt? Beim Grüngürtel um die Stadt höre ich ganz oft, Trier ist eine historische Stadt. Man muss ja jetzt dafür sorgen, dass das ein nettes Ansehen hat. Aber wenn ich im Prinzip einen Grüngürtel habe, der von zwei Bundesstraßen umfahren ist und eine historische Altstadt, in der mitten auf dem Viehmarkt ein McDonald's-Zeichen oder Emblem hängt, dann ist das ein Argument, das man meines Erachtens so nicht gelten lassen kann. Ich habe dort weder Leute mit Hunden fangender Stöckchen spielen sehen auf diesen Verkehrsinseln, noch Eltern mit ihren Kindern spielen sehen etc. Das zeigt eigentlich schon, dass es nicht ausreichen würde, da einfach eine Tankstelle wegzureißen, sondern da müsste man Verkehr großflächig umleiten. Und das ist in der derzeitigen Situation in Trier sicherlich schwierig. Wenn wir jetzt mal kurz zum Bereich Kultur schwenken, da gab es im Stadtrat den Vorschlag, die Zahlungen an das Theater drastisch zu kürzen, weil die finanzielle Lage der Stadt so sei. Wie sehen Sie das? Haben die Piraten hierzu eine Position entwickelt? Hierzu haben wir noch keine Position. Das haben wir bisher auch noch nicht diskutiert. Im Allgemeinen kann ich allerdings sagen, dass es vielleicht klüger wäre, sich mal insgesamt anzuschauen, wo man sparen könnte und nicht vielleicht gerade beim kulturellen Angebot sofort knapsen sollte. Aber letztendlich ist das eine Sache, die wir besprechen müssen und die wir auch besprechen werden. Die Piraten in Trier haben sich auch schon zu der Frage zu dem Atomkraftwerk in Cattenor positioniert. Wie ist da Ihr Standpunkt? Also im Prinzip sind wir derzeit der Meinung, dass Kernkraft, so wie sie derzeit existiert, durch Spaltungsreaktoren nicht weiter betrieben werden sollte. Sobald es funktionierende Kernfusionsreaktoren gibt, die wesentlich risikoärmer sind und auch umweltfreundlicher, müsste man diese Debatte nochmal wieder aufgreifen, wenn es direkt um Kernkraft geht. Aber was Kernspaltung betrifft, denken wir einfach, das ist eine Situation, die derzeit erstens nicht nachhaltig ist und zweitens auch nicht profitabel, weil sie wäre nicht billiger, wenn es nicht so stark subventioniert würde, wie es derzeit der Fall ist. Und wenn wir jetzt speziell das AKW in Cattenor anschauen, gibt es da mit der französischen und der luxemburgischen Piratenpartei, die ja auch existieren, irgendwelche Austausche oder ist da irgendwas geplant? Wir haben mit den Luxemburger Piraten ziemlich viel zu tun, mit den französischen bisher noch nicht, haben dieses Thema aber auch bisher noch nicht weiter verfolgt gemeinsam. Gibt es noch weitere kommunalpolitische Themen, die den Piraten in Trier am Herzen liegen und die jetzt noch nicht angesprochen wurden? Natürlich haben wir auch andere Themen. Wichtig ist zum Beispiel die Netzinfrastruktur rund um Trier, die einfach teilweise wirklich schlecht ist. Das heißt, Menschen haben keinen Breitbandanschluss. Dieser ist aber zum Beispiel notwendig, wenn ich Videokonferenzen machen will oder Sprachkonferenzen oder auch einfach nur ungehindert surfen will. Das Internet ist derzeit einfach ein Informationsmedium, das durch kein anderes Medium meines Erachtens ausgestochen werden kann. Deshalb ist diese Grundversorgung einfach nur wichtig. Zweitens ist es natürlich so, dass man auch darüber nachdenken muss, wie kann ich jetzt die Verbindung außerhalb der Stadt bis hinein in die Stadt durch Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel im Prinzip besser regulieren. Da könnte man zum Beispiel über Abruflinien nachdenken. Die kommen dann im Prinzip nur, wenn man wirklich anruft, fahren dann aber im Prinzip, könnten öfter fahren. Und die dritte Sache wäre eine ganz einfache, banale Sache. Trier muss sparen. Wir haben ganz, ganz viele Straßenbeleuchtungsmittel und wenn man die durch LED austauscht, ist da sicherlich schon viel getan. Weil die sind wartungsfreier, halten länger und verbrauchen weniger Strom. Das ist ganz erdgebundene Forderung, über die wir diskutieren.
Wie man sieht, sind bei Ihnen viele Themen in der Diskussion. Jetzt findet 2013 die nächste Kommunalwahl statt. Ich nehme an, Sie werden teilnehmen. Wie sieht Ihr Fahrplan aus? Was planen Sie für die Zukunft? Zum einen müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir irgendwie ein Programm auf die Beine gestellt kriegen. Also die anderen Parteien haben ja schon Vorarbeit geleistet. Wir haben allerdings natürlich jetzt den Vorteil, dass wir dann auch vom jetzigen Standpunkt und von der jetzigen Sachlage bei der Programmatik herangehen. Und wir werden versuchen, die Bürger da weitestgehend mit einzubeziehen. Dazu wird es dann aber später nochmal Informationen geben. Dann muss man natürlich noch Menschen finden, die kandidieren werden. Und dann kannst du auch schon loslegen. Der Rest liegt nicht mehr in unserer Hand, sondern beim Wähler. Wie man sieht, ist da noch einiges zu erwarten. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren bei uns im Studio und uns Auskunft gegeben haben. Auch Ihnen, Zuschauer, vielen lieben Dank für das Einschalten. Wenn Sie diese Sendung nochmal schauen wollen oder eine andere von OK54, können Sie das gerne in unserer Mediathek tun. Tippen Sie dafür im Internet ein www.ok54.de/mediathek. Dort können Sie die entsprechenden Sendungen dann auswählen. Bis zum nächsten Mal wieder bei OK54, Ihr Sender aus der Region Trier.